Moin, in diesem Video möchten wir zeigen, was auf Google auch schon oft mit dabei steht, Rollstuhl geeignet. Wir haben den Weg allerdings nicht mit Rollstuhl, sondern mit einem Rollator gemacht. Wir haben jetzt 6.21 Uhr. Hier, der Monitor ist doch an. Oh, der war gerade an. Auf dem Aussichtshügel bei unserem ersten Halt war die Sicht durch hochgewachsene Gräser stark eingeschränkt. Wir sind daraufhin weitergelaufen. Der zweite Hügel war stark zugewuchert. An der Aussichtsplattform mit Schutzhütte kamen wir noch rechtzeitig vor dem großen Regenschauer an. Wir haben die Rieselfelder in den letzten 15 Jahren oft besucht. Diesmal erstmalig mit Rollator. Kein Problem finden wir, denn alle Wege sind rollstuhlgerecht. Außer der Aussichtsturm ist hierfür nicht geeignet. Vorbei am Aussichtsturm erreichten wir zwischen zwei Schauern die zweite Schutzhütte. Wir haben für unsere kleine Runde mit Beobachten, Filmen und Fotografieren 4 Stunden gebraucht. Es hat großen Spaß gemacht und wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Nachdem der Regen nachließ, sind wir zurück zur Station.